Vielen Dank, danke. Ich spiele gleich weiter. Kommt ihr beiden, schnell! Endlich hatten sich die beiden wiedergefunden. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Aber wo war das nur? Coco dachte, es ist einfacher, einen Freund wiederzufinden, als ein Zuhause. Hector hatte Angst. Was, wenn er nun nie wieder nach Hause käme? Was mache ich nur ohne dich, mein Hector? Oh. Coco und Hector hatten sich nicht einfach nur verlaufen? Sie hatten sich im Dunkeln verlaufen. Coco hatte eine Idee. Sie konnten zwar nicht viel sehen, aber vielleicht konnten sie ihren Weg nach Hause hören. Coco versuchte, sich an die Geräusche zu erinnern, die er auf dem Weg hierher gehört hatte. Na toll, sie hatten sich mitten in der Nacht verlaufen und alles, was diesem Affen einfiel, war ein Affenzirkus. Dann hatte Hector eine Idee. Sie konnten ihren Weg nach Hause zwar nicht sehen, aber vielleicht konnten sie ihn hören. Nun versuchte Hector, sich zu erinnern, was er gehört hatte. Jetzt hing alles von seinen scharfen Hundeohren ab. Nein, das war nicht das richtige Geräusch. Und der Musikant stand auch nicht dort. Und an dieser Musik stimmte auch etwas nicht. Aber auf einmal? Hector wusste, dass sie immer näher kamen, denn das Geräusch wurde immer lauter und deutlicher. Aber dann wurde es plötzlich wieder leiser. Wie sollte Hector erklären, dass sie das Geräusch irgendwie verloren hatten? Manche Dinge kann ein Hund einem Äffchen eben nicht erklären. Jetzt an arbeiteten sie als Team zusammen. Coco erinnerte sich an das, was er gehört hatte,